Phoenix persönlich. Für die einen verändert sich kaum etwas, etwa für die Profifußballer des 1. FC Köln hier am Müngersdorfer Stadion in Köln. Für die anderen, die Freizeitsportler, die Amateure, gibt es Beschränkungen. Das versteht in Deutschland niemand mehr inzwischen. Und die Mentalität, die Zuversicht für die Maßnahmen, die erodiert immer weiter. Ich habe die Möglichkeit zu sprechen mit jemandem, der die Mentalität der Deutschen immer wieder erforscht. Stefan Grünewald, den ich sehr herzlich begrüße. Diese Unterschiede, die gemacht werden, die Differenzierung, die versteht niemand mehr. Und es gibt zunehmend das Gefühl, so geht es nicht mehr weiter. Ja, wir beobachten das eigentlich schon seit dem ersten Lockdown, dass die Maßnahmen, die für alle erstmal gleich und solidarisch aussehen, auf eine ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeit treffen. Das heißt, wir erleben zunehmend eine Spaltung. Also der eine Teil der Bevölkerung erzählt uns, dass der jetzt erneute Lockdown eine fundamentale Verunsicherung ist. Man macht sich Sorgen um seine wirtschaftliche Existenz, hat Angst vor Arbeitslosigkeit, ist überfordert mit Homeschooling und Homeoffice. Man leidet unter der räumlichen Enge, 4 Personen auf 2 oder 3 Zimmern wochenlang sozusagen eingepfercht. Das ist schlimm, während uns ein knappes Drittel der Bevölkerung schon im ersten Lockdown erzählte, das ist jetzt eigentlich eine wunderbare Zeit, ich komme endlich zur Ruhe, kann entschleunigen, die Städte sind nicht mehr so voll, kann mich um das Wesentliche kümmern. Das heißt, die feiern eine Art Sabbatical. Man muss sagen, das sind die besser alimentierten Menschen, häufig Verbeamtete, Rentner, gut situierte Menschen, die alleine leben, weil sie auf einmal merken, aha, ich bin nicht der Einzige, der einsam ist, sondern das ist ein kollektives Schicksal. Ich muss auch nicht mehr neidisch sein. Das heißt, wir beobachten, ein Drittel der Bevölkerung hat, das würden die offen so nicht sagen, aber überhaupt kein Interesse, dass man aus dieser Lebensform Lockdown wieder rauskommt. Weil sie haben sich sozusagen in einem Corona-Biedermeier eingerichtet. Dieser kleine, überschaubare Lebenskreis entbindet sie von vielen Herausforderungen und Zumutungen der modernen Welt. Also man muss keine fremden Leute mehr kennenlernen, man muss nicht mehr in andere Länder reisen, man muss sich nicht mehr bestimmten Entwicklungsherausforderungen im Beruf stellen, sondern hat sozusagen alles Recht, auf sich selbst bezogen zu sein. Und das ist, wie gesagt, für die einen eine Entlastung, für die andere eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber dieses Gefühl der Entschleunigung, das war ja vor einem Jahr ein Gefühl, was wir durchaus alle als angenehm empfunden haben. Wir haben gesagt, endlich mal, Sie haben es beschrieben, ist die Stadt nicht voll. Man muss nicht mit dem Flugzeug irgendwo unter Zeitdruck hinreisen. Wenn Sie das beschreiben zwischen vor einem Jahr und der jetzigen Situation, was hat sich da mental geändert bei den Menschen? Also der erste Lockdown hatte anfangs fast für alle noch eine abenteuerliche Qualität. Das war so ein Bruch und man hatte wirklich das Gefühl, jetzt fahre ich mal runter. Und jeder hatte auch ein paar Ideen, wie er diese tote Zeit ausfüllen kann. Also es wurde viel gewerkelt, gebacken, gekocht, gepuzzelt, geradelt und so weiter und so fort. Jetzt im zweiten Lockdown haben wir gemerkt, dieses Feiermomentum oder dieses Ruhemomentum hat sich sehr schnell erschöpft. Also die Menschen, die erzählen uns im tiefen Interview, eigentlich mittlerweile haben sie all das weggewerkelt, was wegzuwerkeln ist. Der Hohlraum bzw. der Freiraum ist zu einem Hohlraum geworden. Und sie beschreiben uns das, was anfangs mitunter auch spannend war, die Familie mal näher kennenzulernen, viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Das kippt eigentlich seit Februar zunehmend. Man kann sich buchstäblich nicht mehr sehen, man geht sich ungeheuer auf den Zahn und es gibt sehr viel gestaute Aggression, gerade in den Familien. Das, was da jetzt im Augenblick passiert, ist aber auch hier ein Vertrauensverlust den Verantwortlichen gegenüber. Sie sagen ja, bei den tiefen Interviews hat sich massiv etwas verändert. Da hat sich aber doch wahrscheinlich auch etwas verändert gegenüber denen, die uns diese Maßnahmen im guten Willen, unterstellen wir mal, aufzwingen. Also der Vertrauensverlust, die Erosion des Vertrauens in die Verantwortlichen dürfte in den letzten Monaten massiv geworden sein. Also er nimmt drastisch zu. Das Verblüffende war ja, im letzten Jahr hatten wir einen ungeheuren Vertrauensgewinn, also die Sympathiewerte in die Politik, vor allen Dingen in die Person der Kanzlerin, die stieg.
Hintergrund war, Corona ist für alle eine ungeheure Ohnmachtserfahrung. Wir sind mit einer Gefahr konfrontiert, die wir sinnlich nicht wahrnehmen können. Und die Hoffnung war jetzt, indem wir uns sozusagen vertrauensvoll an den Staat wenden, indem wir einen Teil unserer Handlungsmacht delegieren, indem wir uns auf einen kollektiven Bremsaktivismus einlassen, versuchen wir, mit dieser Bedrohung fertig zu werden. Das hat im letzten Jahr auch gut funktioniert. Die Zahlen gingen runter, dann gab es kluge Öffnungsstrategien, die lange Zeit auch relativ erfolgreich waren. Die Inzidenzen waren nieder. Das war so die Phase, wo man das Gefühl hatte, Deutschland kommt gut durch die Krise und wir vertrauen den Regierungsverantwortlichen. Jetzt sind die Menschen in einem zunehmenden Zermürbungszustand. Sie merken, dass die Politik sozusagen das große Konzept verloren hat. Also wir sind gefühlt in einem Endlos-Lockdown, der alle 3 Wochen rituell verlängert wird. Aber man merkt nicht, dass sozusagen der große Masterplan entsteht, wie man jetzt mit dieser Krise fertig wird. Und das erzeugt natürlich eine zunehmende Orientierungs- und Perspektivlosigkeit. Man hat das Gefühl, täglich grüßt das Murmeltier. Man wacht sozusagen beklommen morgens auf und hat überhaupt keine große Idee, wie kommen wir aus diesem Schlamassel jetzt wieder raus. Jetzt müssen wir vielleicht, bevor wir über die Differenzierung der Maßnahmen sprechen, noch mal sagen, wie diese tiefen Interviews, die Sie machen, funktionieren. Es geht ja nicht darum, Fragen anzukreuzen oder Antworten anzukreuzen, sondern Sie gehen ja sehr intensiv auf auch unterbewusste Reaktionen oder Tendenzen der Menschen ein. Ja, das Tiefeninterview dauert 2 Stunden. Wir legen sinnbildlich Menschen, Verbraucher, Zuschauer, Wähler, wen auch immer, 2 Stunden auf die Couch. Die sitzen zwar dem Psychologen gegenüber, aber es entsteht ein vertrauensvoller Raum, eine Atmosphäre, in dem alles gesagt werden kann. Mitunter haben die Menschen rationale Erklärungen, den mag ich nicht oder das gefällt mir nicht. Wichtig ist es, in den 2 Stunden zu verstehen, was im Alltag die Menschen wirklich bewegt. Sie sollen ihre Gefühle beschreiben, ihre Alltagsmomente. Und wir kommen dadurch so in einen systematischen Vertiefungsprozess, dass am Ende des Interviews der Mensch sein Verhalten oder seine Einstellung besser versteht, aber auch der Psychologe verstanden hat, was da gerade los ist. Hat Sie das überrascht? Wir haben gerade über den Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr gesprochen, wie stark sich mental die Einstellung zu dem, wie wir im Augenblick leben und damit umgehen, verändert hat? Im ersten Moment hat es mich überrascht, aber dann haben wir ja weiter geforscht und analysiert und was sich vor allen Dingen verändert hat, ist, letztes Jahr angesichts dieser schrecklichen Bagermobile war eine diffuse Angst da. Also die Nation war von einem Grauen gepackt, dass hier apokalyptische Zustände sind. Und jeder sagte uns im tiefen Interview, im letzten Jahr waren wir wirklich sehr angstvoll. Wir haben uns ständig die Hände desinfiziert. Wenn jemand in der Umgebung hustete, haben wir einen Ausfallschritt gemacht. Wir haben auf Abstände geachtet und. Mittlerweile ist der Schrecken immer noch schlimm, aber er ist fassbar, er ist messbar geworden. Die Menschen gucken auf die Zahlen, das sind aber abstrakte Größen. Und wir erleben bei vielen, die Angst, persönlich zu erkranken, ist nicht mehr so groß. Manche haben fast so einen Unverwundbarkeitsglauben. Es sind die anderen, die Alten, die sich anstecken. Und dieses Momentum führt dazu, dass die Menschen zwar immer noch Respekt haben, aber die Achtsamkeit verloren haben. Also alle beschreiben, dass sie mittlerweile viel mehr Kontakte haben. Engere Freunde werden wieder in den Arm genommen. Das Desinfizieren der Hände hat man eingestellt. Und wir sind im Moment in einer Situation, wo sich sozusagen immer mehr Grauzonen, auch angesichts der zunehmenden Zermürbung, eröffnen. Es etabliert sich so ein Schattenalltag in Deutschland, wo jeder seine persönlichen Schlupflöcher hat. Herr Grünewald, verstehen die Menschen denn eigentlich diese merkwürdigen Differenzierungen noch? Denn wir haben den Eindruck, ganz viele sagen, das ist nicht mehr das, was ich nachvollziehen kann, was da passiert. Da müssen wir jetzt mal beim Spaziergang drüber sprechen. Gerne. Herr Grünewald, Sie haben Deutschland mal unter der Regierung Merkel als ein Auenland bezeichnet. Jetzt haben Sie gesagt in einem Interview, dass eher ein Grauenland geworden. Ja, das Grauenland lag vor der Pandemie immer draußen in der Zukunft oder jenseits der Grenzen. Jetzt haben wir natürlich den Einbruch des Grauens in unser Land erlebt. Und das, was wir einerseits erfahren,
wir haben vieles richtig gemacht, aber mehr und mehr stellen wir jetzt fest, wir kommen nicht recht weiter. Das heißt, das Grauen wird zu einer ständigen Daseinsqualität. Letztendlich haben wir zurzeit sogar ein doppeltes Mutationsproblem. Wir sind sehr auf die Mutation des Coronavirus fixiert, aber wir erleben als Psychologen auch, dass das Bürgerverhalten zunehmend mutiert. Das heißt, da haben wir ein riesiges Problem, weil wir bisher bei allen Maßnahmen überlegen, was können wir tun und so tun, als wenn sozusagen die Laborbedingungen gleich blieben. Aber wir haben es mit einem komplett gewandelten Verhalten der Bürger zu tun. Aber die Bürger können ja auch etwas nicht verstehen. Es wird immer wieder angekündigt, bestimmte Dinge wie das Impfen, wie das Testen sind zumindest Lösungen dieser Pandemie, die wir möglichst schnell umsetzen müssen. Und es funktioniert nicht. Das heißt, da erodiert das Vertrauen in die Politik und die Handlungsfähigkeit. Also das beobachten wir auch. Wir haben die Politik erst mit Vertrauen ausgerüstet und jetzt merken wir, im Kompetenzgewirr, im bürokratischen Dickicht versickern viele Sachen. Und die Menschen erleben so eine Konzeptionslosigkeit oder eine große Halbherzigkeit in der Umsetzung. Und das führt sozusagen zunehmend zu mehr und mehr Verdruss, führt dazu, dass eine Haltung entsteht, ich mache jetzt meinen eigenen Kram, so ist mir beliebt, ich verlasse mich nicht mehr auf andere. Das heißt, die anarchischen Zustände in den privaten Grauzonen nehmen zu, weil die Akzeptanz des Regierungshandels schwindet. Wir könnten, es gibt Beispiele dafür, vieles sehr viel besser machen und uns auch dem normalen Alltag wieder sehr viel stärker annähern, wenn wir einiges umsetzen könnten, was in kleinem Maße funktioniert, etwa in Tübingen oder anderen kleinen Städten, wo Bürgermeister sind, die sagen, wir setzen das jetzt um, worüber ihr wochenlang redet in Berlin. Und da funktioniert das auch. Führt es nicht dazu, dass die Akzeptanz auch der Bundesregierung, also auch der verantwortlichen Bund-Länder, in Zukunft nicht mehr so groß sein wird wie im Augenblick, dass man sich vielleicht zurückzieht auf die kleinere Einheit, wo es funktioniert? Ich glaube, das wäre ein wichtiger Schritt, dass man vor Ort mit der Kompetenz, mit dem Blick, mit dem Monitoring sagt, aha, das sind jetzt Maßnahmen, die funktionieren. Ich glaube, wir kommen nur in eine kontrollierte Normalität oder in eine kontrollierte Öffnungsbewegung, wenn wir ganz klare aktive Prophylaxemaßnahmen anwenden. Also wenn wir konsequent testen, bevor jemand in die Schule, in den Laden, ins Restaurant geht, wenn wir konsequent die Luca-App oder andere Apps, die Kontaktverfolgung ermöglichen, einsetzen, wenn wir Text sozusagen in bestimmten Läden haben, um die Abstandsmessung zu gewahren. Also es sind simple Maßnahmen, die technologisch möglich ist. Und die große Frage, ich bin ja auch im Expertenrat, die wir uns im Expertenrat schon seit Monaten stellen, ist, warum wird das nicht konsequent umgesetzt? Also wir sind im Moment in einer Situation, wo wir eigentlich zwischen einer passiven Haltung, die ja auch sinnvoll sein kann, und einer aktiven Haltung, die jetzt gefordert ist, hin und her schunkeln. Wir sind einerseits in einer löchrigen Passivität, weil der Lockdown nicht mehr richtig funktioniert durch die privaten Grauzonen, aber die Prophylaktemaßnahmen, die Aktionen, die uns sozusagen in ein kontrolliertes Leben zurückbringen würden, die greifen auch nicht. Und das ist zunehmend ein Teufelskreis. Wir sind ja nun mehrfach in der Woche getestet. Sie testen sich mehrfach, ich muss mich mehrfach testen. Wir haben eine gewisse Sicherheit dadurch hergestellt und können ein bisschen mehr normalen Alltag erleben. Aber das wird nicht von oben sozusagen nicht nur verordnet, sondern ermöglicht. Es gibt unglaublich viele Differenzierungen. Heißt das irgendwann auch, ich habe als Bürger nicht mehr das Vertrauen, dass der Staat, der behauptet, er würde das Beste für mich tun, dies auch tut? Also ich glaube, die Bürger spüren zumindest, dass der Staat uneins ist. Es gibt nicht die klare strategische Marschrichtung. Ich glaube, es gibt immer noch eine Fraktion, die sagt, wir wollen Mobilität auf jeden Fall reduzieren, wir wollen Kontakte runterfahren, das Land am liebsten in einen Winterschlaf versetzen, bis die Zahlen deutlich runtergegangen sind. Und es gibt eine andere Fraktion, die sozusagen überlegt, was können wir an lokalen Maßnahmen, die sich bewährt haben, Rostock, Tübingen, haben wunderbar niedrige Inzidenzen. Was können wir von denen lernen? Was können wir sozusagen an Inventar übernehmen, damit wir schrittweise ins Leben zurückkommen und sogar
die Infektionswerte senken, weil wir konsequent testen, weil wir konsequent monitoren, weil wir die Gesundheitsämter sozusagen in den Stand setzen, fast zeitgleich zu erkennen, wo was anbrennt. Sie sitzen im Expertenrat von Armin Laschet. Da gibt es ganz unterschiedliche Disziplinen, die da miteinander diskutieren, die Maßnahmen miteinander besprechen. Was haben Sie für einen Eindruck? Ist das ein Gremium, das es ja so vergleichsweise nicht in Berlin gibt, was eine bessere einen besseren Lösungsweg finden kann? Also zumindest haben wir zweierlei gemacht. Dadurch, dass wir verschiedene Disziplinen gebündelt haben. Also das ist ja so eine Art Tafelrunde mit 12 Experten. Wir haben da die Frau Kleine von den Sozialverbänden, wir haben einen Verfassungsrechtler, den Herrn Di Fabio, Soziologen, mich als Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler. Das heißt, wir haben ein großes Spektrum und die unterschiedlichen Perspektiven, die ringen natürlich um eine Lösung. Und wir haben ja schon einige Vorschläge, Stellungnahmen noch abgegeben. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn die Politik, also Herr Laschet hat ein offenes Ohr, aber in der Umsetzung hapert es aus verschiedenen Gründen, wenn die Politik das Werk ziehen würde. Weil ich denke, die virologische Sicht ist wichtig, aber wir haben eine Lebenswirklichkeit mit zunehmenden Verwahrlosungserscheinungen, Verödungserscheinungen, mit wirtschaftlichem Druck, mit Kindern, die sozusagen abgehangen werden. All das müssen wir wahrnehmen und in eine Strategie einbeziehen. Gerade weil Sie Kinder ansprechen, das ist ein ganz großes Problem und ein großer Streitpunkt, Schulen, Kindergärten etc. Da sagen die einen, das ist virologisch viel zu gefährlich. Auf der anderen Seite sagt man, Sie haben es gerade erwähnt, die Gefahr der Verwahrlosung, die Kinder, die einsam sind, die vielleicht zu Hause nicht ordentlich betreut werden, ist sehr groß. Aber wie löst man einen solchen Konflikt? Also der Konflikt schwelt weiter, solange wir im Dunkeln tappen. Wenn wir jetzt konsequent anfangen, sozusagen die Schüler zu testen, dann kriegen wir natürlich mit, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Und die bisherigen Maßnahmen, dass man die Klassen auseinanderzieht, Wechselunterricht macht, wenn es anbrennt, auch mal Distanzunterricht, sind ja Versuche, die Schule lebendig zu halten. Wir sind häufig in so einer ganz oder gar nicht Logik. Und was wir, glaube ich, brauchen, ist so der Mut zu klugen, aber durchaus kontrollierten Experimenten. Aber Experimente sind in Deutschland ganz schwierig. Wir haben in Deutschland immer nur Vorschriften und die müssen immer eingehalten werden. Das ist ein unglaublicher Hemmschuh zur Zeit, weil wir immer wieder nicht schnell genug reagieren können. Verzweifeln wir als Deutsche an diesem Vorurteil, wir sind die ganzen großen Organisatoren in der Welt, wir können alles organisieren, nur in der Pandemie versagen wir? Es gibt sozusagen zwei Zustände in der deutschen Identität, in der deutschen Seele. Wir sind das Land des TÜVs, aber auch das Land der Tüftler. Und im Moment überwiegt sozusagen der TÜV-Anteil. Wir wollen die perfekte Lösung, wir wollen die Vollkaskomentalität, wir wollen die totale Absicherung. Die kriegen wir aber in der Pandemie nicht. Und das, was uns auch auszeichnet, wir sind ja das Land der Dichter und Denker, das Land der Erfindungen, diese Tüftlerseele, die müssten wir viel stärker fordern und flankieren mit wissenschaftlichen sozusagen Untersuchungen, damit wir auch wissen, ob das, was wir ausgetüftelt haben, auch TÜV-tauglich ist. Da sind wir im Moment weit hinter den Möglichkeiten, die ich als Psychologe sehe, zurück. Also ich stelle mir manchmal die Frage, sind wir noch das Land der Dichter und Denker oder eher das Land der Dichtmacher und Querdenker? Was die Bürokratie anbetrifft, aber auch die Perspektive. Wie geht es nach der Pandemie weiter, die wir ja besprechen müssen, bevor die Pandemie endet? Dazu setzen wir uns jetzt noch mal an den See. Okay. Geschlossene Gaststätten, abgesagte Festivals, Veranstaltungen. Die Kultur leidet wie nie zuvor. Und es werden sicherlich viele Existenzen vernichtet. Das wird doch Auswirkungen auf die soziale Atmosphäre in der Gesellschaft geben. Das beobachten wir jetzt schon. Also zu dieser Zermürbung kommt so eine weitgehende Desillusionierung hinzu. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir über die Krise jetzt in einen Paradigmenwechsel kommen. Also wir erleben ja jetzt im Herbst sozusagen auch das Ende der Kanzlerschaft Merkel. Und ich glaube, in Deutschland hat sich so eine Haltung etabliert,
die uns jetzt in der Krise auch auf die Füße fällt, dass man, sag mal, sehr, sehr abwartet. Also Merkel war die Vertrauensgestalt. Viele Bürger haben sozusagen mit ihr und der Politik in den letzten Jahren ein Stillhalteabkommen abgeschlossen, haben sich sozusagen alternativlos durchregieren lassen, haben nicht mehr gestritten, sich nicht mehr beteiligt. Jetzt merken wir aber in dieser Krise mit all diesen Verwerfungen, wir kriegen sozusagen das Ruder nur umgeworfen, wenn wir uns alle beteiligen, wenn jeder Einzelne sozusagen Eigenverantwortung übernimmt. Und das, was ich in den tiefen Interviews erlebe, ist immer noch so eine Haltung: Dürfen wir das überhaupt? Ist es nicht besser sozusagen, dass wir abwarten, dass wir aussitzen? Das heißt, Teile der Republik, der Bürger, sind in so einer seltsamen Duldungsstarre. Die führt uns aber nicht aus der Misere, sondern wir müssten sozusagen jetzt mit Schnelltest, mit Luca-App und all diesen Maßnahmen jeder für sich aktiv werden. Aber im tiefen Interview haben die Menschen dann wieder Sorge oder Zweifel, greifen sie nicht in staatliche Hoheitsbereiche ein, wenn sie sich ja selber testen. Und ich glaube, das müssen wir ändern, damit wir nicht vollends in die Misere schlittern. Aber wir haben ja immer von der Mutti Merkel gesprochen. Über viele Jahre hatte man so den Eindruck, sie sorgt sich um alles, sie macht das Wichtige für uns, wir brauchen uns nur zurücklehnen. Jetzt haben wir festgestellt, in dieser Pandemie funktioniert das nicht mehr. Wir haben plötzlich festgestellt, die Kommunikation von ihr funktioniert auch nicht mehr. Die Osterruhe wird einfach mal wieder abgesagt. Da ist eine Kommunikation zwischen den Regierenden, der Kanzlerin, aber auch den Ministerpräsidenten und der Bevölkerung, die nicht mehr funktioniert hat. Politik ist nicht mehr in der Lage gewesen zu erklären, warum sie etwas gemacht hat. Führt das auf Dauer zu einem grundlegenden Vertrauensverlust? Ja, der Vertrauensverlust ist da und er nimmt wöchentlich zu, weil in der Kommunikation die Linie nicht mehr erkannt wird. Das heißt, wir haben die Kanzlerin, die durchaus für fürsorgliche und vorsichtige Qualitäten gibt. Dann haben wir aber so die Riege der Ministerpräsidenten, die auch sozusagen manchmal zänkig, manchmal zerstritten sind. Und dann haben wir sozusagen eine Lagerbildung, die sich nicht produktiv ergänzt. Wir haben sozusagen das sogenannte Team Vorsicht, was aus Sicht der Bevölkerung mehr und mehr das Team Stillstand wird. Wir haben das andere Team kontrollierte Öffnung, was mehr und mehr zum Team gute Vorsätze wird. Und allein Stillstand und gute Vorsätze führen nicht weiter. Das heißt, wir bräuchten jetzt Sucht. Und allein Stillstand und gute Vorsätze führen nicht weiter. Das heißt, wir bräuchten jetzt diesen klaren Paradigmenwechsel. Wir verabschieden uns von der Vollkasko-Mentalität. Wir akzeptieren, dass es keine perfekten Lösungen gibt. Wir lassen uns auf eine Fehlerkultur ein, aber entwickeln sozusagen kluge, kontrollierte Rezepte, wie unter Beteiligung jedes Einzelnen eine disziplinierte und schrittweise Öffnung möglich ist. Und es gibt ja diese wunderbaren Beispiele in Tübingen und Rostock, die zeigen, wenn man das macht, wenn man genau hinguckt, wenn man die Sache monitort und auch sanktioniert, dann kommt man weiter. Trotzdem, nochmal auf die Politik bezogen, haben wir jetzt in einer Pandemie erlebt, dass es Politiker gibt, die sich offenbar auch noch bereichern an der Situation. Dann haben wir einen Gesundheitsminister, bei dem man zumindest Kritik hört, massive Kritik an Immobiliengeschäften, die nicht transparent sind. Auf Dauer, gerade in einer Krise, muss man doch auf das Vertrauen und auf die Integrität setzen können. Und genau das ist nicht wirklich bei allen Politikern der Fall. Da wird also dann im Zweifelsfall auch über die Politik insgesamt ein sehr schlechtes Licht fallen. Also psychologisch bedeutet ja Vertrauen mehreres. Also Vertrauen entsteht, wenn jemand in sich stimmig ist. Und da sind verschiedene Bereicherungsaffären alles andere als stimmig. Sie haben nichts mit Fürsorglichkeit zu tun. Vertrauen entsteht auch, wenn eine klare Linie erkennbar ist. Auch die wird verloren. Aber zum Vertrauen gehört auch Zutrauen, dass man den Bürgern auch was zutraut, dass man sie vor Herausforderungen stellt, dass man bereit ist, sozusagen auch Verantwortung abzugeben. Und da steht sozusagen ein Paradigmenwechsel an, die Mutti-Jahre, die viele Bürger sozusagen in eine bequeme Versorgungsposition gebracht haben, die sind endgültig vorbei.
Das heißt aber auch, wir sind aus dem Kindergarten irgendwann raus. Gucken wir mal auf die Zeit nach der Pandemie oder zumindest der Rückkehr des Alltags. In der Lage werden wir uns ja hoffentlich irgendwann absehbar befinden. Welche Folgen wird denn das haben, was wir jetzt seit einem Jahr erleben? Also so eine Krise ist immer Entwicklungsbeschleuniger und Problemverstärker. Ich beginne mal bei den Entwicklungsbeschleunigungen. Die Digitalisierung wird sich nicht aufhalten lassen. Wir merken aber bei vielen Menschen diese Entschleunigungsmomente. Die hallen nach. Also viele sagen uns, dieses höher, schneller, weiter um jeden Preis wollen wir auch in Zukunft nach der Pandemie nicht. Also die Überlegung, wie kann ich sozusagen vielleicht mit einer 4-Tage-Woche oder weniger Arbeit meine Hobbys, meine Leidenschaften besser pflegen? Was ist mir wirklich wichtig? Das wird eine stärkere Konjunktur haben. Und ich glaube, wir werden auch eine neue Veränderungszuversicht mitnehmen. Wir waren ja vorher in unserer Auenlandbräsigkeit und hatten das Gefühl, am besten verändert sich gar nichts. Wir hätten uns am liebsten in einer temporären Gegenwart verbunkert und alles so gelassen, wie es ist. Jetzt merken wir, wir können auch Veränderungen. Das ist zwar schleppend, aber hier und da haben wir die Erfahrung gemacht, wir kommen in die Gänge und wir können was entwickeln. Und ich hoffe, dass wir diese Zuversicht auch mit in die Zukunft nehmen. Wie hat sich das bei Ihnen in der Familie ausgewirkt? Sie haben erwachsene Kinder. Sie hatten Covid und haben auch die Erfahrung nicht nur mit der Krankheit gemacht, sondern auch mit der Familie gemacht. Jeder erzählt sich ja jetzt untereinander, ja, das war mit dem einen Kind schwierig, da war das mit der Schule schwierig. Wie haben Sie das mit der Schule schwierig? Wie haben Sie das selber erlebt in den letzten Monaten? Ja, ich meine, die gemeinsame Erkrankung einer meiner Söhne hat sich bei der Arbeit angesteckt und sozusagen die ganze Familie dann infiziert. Diese gemeinsame Krankheitserfahrung schweißt natürlich nochmal zusammen. Aber ich habe auch erlebt, dass das, was wir an Beschränkungen erlebt haben, so meine jüngeren Kinder natürlich ganz anders tangiert. Also der Lockdown ist eine Art kollektiver Vorruhestand und junge Menschen, die nach dem Abitur die Welt bereisen wollen, die andere Wohnformen ausprobieren wollen, die sexuelle Erfahrungen sammeln sollen, die im Stadion steil gehen wollen, all das geht nicht mehr. Das heißt, desto älter man ist, desto eher kann man sich mit dem Vorruhestand arrangieren. Und ich glaube, das haben wir im Moment viel zu wenig im Blick, was dieses Jahr mit dem Fast-Dauer-Lockdown gerade für die Jüngeren bedeutet hat. Als Psychologe können Sie beurteilen, ob da in der Entwicklung nicht nur ein kleiner Bruch passiert, sondern mehr passieren könnte. Muss man sich da Sorgen gerade bei den Jüngeren machen? Also nicht unbedingt Sorgen. Also ich glaube, man muss anerkennen, dass das auch ein großes Opfer ist, das sie bringen müssen. Und ich weiß nicht, ob die 68er-Generation mit ihrer Autoritätsskepsis und ihrem Freiheitsdrängen, sagen wir mal, so bereitwillig wie ein Großteil der Jugend mitgespielt hätte. Aber es ist eine Krisenerfahrung und Krisenerfahrungen sind, glaube ich, ein Teil der Lebenserfahrung. Wir haben natürlich eine Jugend gehabt, die zum Großteil ganz gut durch die letzten Jahre navigiert ist. Ne? Jahre des Wohlstands, Jahre des Jugendkults. Von daher kann es sozusagen auch ein Entwicklungsstups sein, den die jungen Leute erfahren haben. Also das ist durchaus ambivalent. Wenn Sie es jetzt in der eigenen Familie sehen, Sie sagen, man hat mehr zusammengehalten, das hat solidarisiert. Gibt es auch eine im Zweifel negative Folge? Es hat solidarisiert, aber es gibt natürlich auch den Moment, wo man das Gefühl, jetzt reicht es. Und einer meiner Söhne will jetzt nächste Woche auch ausziehen und man merkt so, wie er mit den Hufen schacht. Er sitzt dann sehr wahrscheinlich alleine in einem Studentenwohnheim. Aber das ist sicherlich auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, viele haben erlebt, was und wer ihnen wichtig ist. Also uns haben die Menschen im tiefen Interview erzählt, sie haben nicht nur ihre Altkleider sortiert, sondern sie haben auch überlegt, wer von meinen Freunden bekannt ist mir wirklich wichtig. Und viele sogenannte Bekannte sind dann buchstäblich in der Altkleidersammlung gelandet. Das heißt, es ist eine ambivalente Folge unserer Erfahrungen jetzt in der Pandemie. Ganz herzlichen Dank, Stefan Grünewald, dass Sie bei mir waren. Dankeschön. Ja, so lange, gut.